Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Sie versuchen, das Spiel jetzt frei zu machen. Leonardo Bittencourt muss Einwurf geben. Egestein. Jetzt die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Klassen. Nuri Sahin. Er schießt. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Egestein. Wahnsinnstor. Das ist unglaublich. Wie hat er den Ball getroffen? Da schauen wir natürlich gern noch mal drauf. Toller Treffer. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Ja, genau. Sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt der Ballverlust. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Toprak. Milot Rashica. Das könnte was werden. Das könnte sein. Den Ball abgewehrt. Und festgehalten. Klasse gemacht. Osako. David Klaassen. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Fasst sich ein Herz und versucht, aber das war zu weit weg. Milot Rashica. Die Chance. Entfernung war zu groß. Kein Problem für den Torhüter. Griffo. Auf Außen ist Platz. Nils Petersen. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Ball im Seitenaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Gebre Selassie. Egestein. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Osako. Maximilian Eggestein. David Klaassen. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Eggestein. Und Sahin. David Klaassen. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Milos Veljković. Nuri Sahin am Ball. Da ist der Ball weg.
Bremen träumt von den goldenen Zeiten, träumt von den alten Erfolgen. Als man Wolf der große Bayernjäger war, unglaublich, aber so war das mal. Nur dafür kann man sich heute nichts mehr kaufen. Für Bremen wird es ein schwieriger Weg. Guter Zweikampf da, wird Ecke geben. Da kommt die Ecke. Gute Chance für eine Flanke. Da können Sie klären. Marco Friedl. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Der Trainer kann nicht einverstanden sein mit der Chancenverwertung. Viel zu oft vergeben sie beste Möglichkeiten, machen zu wenig aus dieser Überlegenheit. Das ist fast schon fahrlässig und es ist ja nur eine knappe Führung. Nuri Sahin. Klasse. Guter Versuch. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Leonardo Bittencourt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Dominik Heinz. Pass auf außen. Griffo. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Robin Koch. Griffo. Ja, das sieht gut aus. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Toprak. Gebre Selassie. Super Pass! Milo Drašica. Ball an den langen Pfosten. Da kann er klären, gut aufgepasst. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Der Ballverlust. Ball draußen, es gibt Einwurf. Marco Friedl. Klassen. Haberer. Jonathan Schmid. Schönes Zuspiel hier. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen, die Fahne ist oben. Keine einfache Nummer für den Assistenten, aber ich glaube, das hat er richtig gesehen. Diesen Ball ab. Macht er gut. Gut verteidigt. Das wird nichts mehr. Es wird Abschluss geben.
Weg ist der Ball. Sieht gefährlich aus. Ist hier immer noch am Ball. Yannick Haberer. Und der war sowas von knapp. Milo Drašica. Klassen. Eggestein. In den freien Raum. Gute Aktion. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nils Petersen. Schmied. Haberer. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Klar, das gibt hier Einwurf. Milo Drašica. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Robin Koch. Jetzt der Ballverlust. Viel mit Auge. Milo Drašica. Erstmal geklärt. Gleich zwei frische Spieler kommen jetzt in die Partie. Die Ecke kommt rein. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Eggestein. Jetzt der Vorstoß. Hereingabe in die Mitte. Gute, konzentrierte Leistung, auch hier kann er klären. Nils Petersen. Mike Franz. Klärt in Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Dominik Heinz. Das Ergebnis passt dem Breisgauern nicht. Sie packen jetzt hier die Brechstange aus, wollen unbedingt das Tor. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik komplett über Bord geworfen und stürmen jetzt mit offenem Visier nach vorne. Lange Bälle sind das Mittel. Eggestein. Osako. Klassen. Marco Friedl. Ganz energisch. Jetzt die Flanke. Flanke landet beim Gegner. Super aufgepasst. Nicht zum ersten Mal heute. Geht da voll in diesen Zweikampf. Klassen. Und Schein. Die Chance jetzt. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rücker. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. Der Ball war lange unterwegs, gut pariert. So, Ecke kommt. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Marc Flecken. Milos Veljković. Klassen. Milo Drašica. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Die Gäste werden wechseln. Mike Franz. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende.
Oh ja, versucht viel. Guter Pass. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Könnte der Ausgleich werden. Er kann abwehren, aber er trifft den Pfosten. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Er spielt den Pass auf den Flügel. Egestein. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Sie haben den Ball. Souverän, er hat den Ball. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Milo Drašica. Guter Einsatz, er hat den Ball. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Zufrieden ist er nicht, das sieht man. Die Anspiele gefallen ihm nicht. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Und da ist der Ball wieder weg. Der Schlusspfiff, das war's. Ein ganz, ganz enges Match war das heute. Am Ende gehen sie aber als Sieger vom Platz. Ja, spannend war die Partie auf jeden Fall. Sie sind diesen Tick besser gewesen, dass der Sieg in Ordnung geht.